kleinen Hügel aus der letzten Folge mal erklommen. Und dann kam ein kleines Häuschen. Und dann kam noch ein Hügel. Auf dem bin ich jetzt drauf, also mit dem Stonehenge von Chernarus. Allerdings sehe ich von hier aus kein Wasser. Ich habe auch die Karte mal befragt, also mit der Karte reingeguckt, um so rauszufinden, wo ich mich eventuell befinde. Ich habe keine Ahnung. Das heißt, ich werde jetzt einfach diesen Strommasten, die wir dann schon gesehen hatten, oh, Frame-Einbrüche ohne Ende. Ist jetzt los? Okay. Einfach mal folgen in eine Richtung. Ich hoffe, dass ich dort irgendwo dann auch ankomme, wo ich eventuell hin möchte. Ich werde das jetzt in diese Richtung versuchen. Weil ich meiner Meinung nach einfach mich rechts halten sollte. Und das über offenes Gelände. Wird hier ein bisschen abgeguckt schon. Ist nichts zu sehen. Oh, durstig. Ja, dann sollte ich auf alle Fälle der nächsten Stadt mal den Brunnen aufsuchen, falls ich einen finde. Ist nichts. Strommasten sind immer noch die beste Variante, dann tatsächlich auf eine Stadt zu stoßen. Und wenn man nicht gerade eine Straße zur Hand hat, die habe ich aber zur Hand, aber das ist mir erstmal egal, die lasse ich liegen. Rechts liegen, links liegen, sozusagen. Oh, schöne Weitsicht. Aber nichts zu sehen. Doch, da könnte ein Haus sein dazwischen irgendwo. Ah, mal gucken, ich suche ja wie gesagt erstmal. Eigentlich, wie gesagt, erst Berenzino. Mal was abgrasen. Aber. Jetzt wir auf eine andere Stadt hinauslaufen. Gucken, dass er sich nicht mehr beschwert wegen dem Trinken. Sonst muss ich tatsächlich noch die Flasche leer machen. Bloß eine Flasche reicht ja nicht. Habe ich mittlerweile festgestellt. Kommt da vielleicht irgendwo Wasser in Sicht oder? Sieht jetzt erstmal nicht danach aus, das ist alles weit, 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 weit. Kommen wir auch wieder zur Stadt raus. Einen kurzen Cut machen. Hat mich riesig erschreckt gerade, weil eben der Wind hier durchgepfiffen ist. Und da so ein bisschen mit der Tür geknallt hat. Jetzt erstmal Fenster zugemacht, weil draußen wird es ganz schön windig, obwohl eigentlich die Sonne scheint. So wie hier auch. Direkt zu sehen ist aber noch nichts. Absturzstelle sieht man auch nicht. Und eine Rauchsäule, sodass man das auch nochmal anpeilen kann. Ich glaube, ich werde ihm erstmal gleich eine Flasche in der Hand drücken. Drücken wir mal ein Stück bin. Gucken wir mal, ob ein paar Klänge mit zugekommen sind. Naja, gut, es hält sich in Grenzen. Werden wahrscheinlich auch irgendwo rumdümpeln und sich Klamotten und alles zusammensuchen. Das ist wirklich so das Einzige, was man machen kann. Na, wie man sieht hier, ich habe hier ein schönes Bandana auseinandergefriemelt, einen grünen Hut, eine grüne Jacke. Den Rucksack habe ich noch gefunden. Ich hätte auch einen größeren nehmen können, aber der wäre einfach zu auffällig gewesen mit dem orangenen. Die Hose ist von der Polizei oder von der Zoll oder irgendwo sowas. Wie heißt die? Aurel, also wahrscheinlich diese Sondereinsatzkommando der Polizei hier von Chernarus. Eine grüne Hose wäre mir aber lieber. Auch die beste wäre mir, wie gesagt, eine grüne lieber. Aber jetzt geben wir dir erstmal was zu trinken hier. In die Hand. Na komm, das Risiko ist zwar hoch, aber was soll's. Gluck, 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 gluck. Dieses kleine zerstörte Dörfchen sein. Hopp, wie geht's ihm jetzt? Zack, bringen wir noch eine Pipsi hinterher hier. Müsste eigentlich Energize auch ein Stück mit hochgehen. Hier nehmen wir noch ein paar Vitamine, damit es besser geht. Im Fall der Fälle. Da vielleicht ein bisschen länger durch. Noch irgendwas. Nee. Auf dem
Munition, die ich eigentlich nicht mehr brauche, weil ich hatte zu als Zweitwaffe immer noch eine SKS mit bei, aber die ist mir weggeglitscht. Eigentlich ist mir die Schulterstütze von der AK, jetzt ruckelt das mir, von der AK auch abhanden gekommen, aber nach dem Neustart war sie plötzlich wieder da. Will mich nicht beschweren. Hauptsache, das war dran. Das sieht hier alles nicht nach Strand und so weiter aus. Gebäude oder was? Warte mal, da muss ich mal gucken. Das sollten wir uns mal näher angucken. Zack. Vielleicht kriegen wir darüber raus, wo wir uns genau befinden. Ich würde ja sprinten, aber dann geht das sofort mit dem Hot los, und also dass ihm warm ist, und dann fängt er natürlich gleich wieder an rum zu jammern. I'm thirsty. Irgendwann kommt dann, I'm starving. Wenn er noch so rumheulen kann, dann geht es ja noch nicht schlecht genug. Na, jetzt ist es mit der Sonne aber auch gleich hier vorbei, oder was? Wird hier so dunkel. Auf Regen habe ich ja noch gar keine Lust. Gucken wir mal, dass wir das Dörfchen vorher erreichen. Was auch Spaß macht, ist jetzt mittlerweile im Dunkeln hier, ist es nicht mehr richtig dunkel, sodass man gar nichts mehr sieht, sondern man hat tatsächlich so, wie man vielleicht in einem anderen Video gesehen hat, dann die Umrisse und alles noch da, also reine Nachtsicht, wenn die Augen sich dran gewöhnt haben. Und dann macht das auch Spaß, mit dieser Leuchtpistole hier rumzuschießen. Obwohl das ja eher keinen kümmert, weil die Server sind auf dem, wenn es Nacht ist, relativ leer, um nicht zu sagen, da bin ich eigentlich fast immer der Einzige oder vielleicht noch ein Mitspieler. Das war es dann auch schon. Da kann man noch so viel in die Luft schießen, wie man will, wenn da keiner in der Nähe ist, der das sieht und sich dadurch angelockt fühlt. Macht das keinen Spaß. Mehr Wald, ey, das ist doch. Ich glaube, wenn ich weiterlaufe, das zerstörte Dörfchen kommt mir irgendwie bekannt vor. Dieses Fleckchen Erde hier, dann laufe ich mehr oder weniger richtig südlich. Und wenn ich den Turm sehe und dieses große Gebäude dort vorne, dann habe ich eher das Gefühl, dass ich wieder Richtung Norden unterwegs bin. Starry Sobor. Das wäre jetzt richtig blöd. Beziehungsweise ich würde ja vom Westen herankommen. Und das könnte eigentlich auch ziemlich gut möglich sein hier. Gucken wir mal, ob wir rauskriegen, welcher Ort das ist. Können wir uns bei der nächsten Folge vielleicht besser orientieren, aber das da hinten macht mich schon stutzig. Ist das hier vielleicht nicht Starry Sobor, sondern Starry blablabla? Weiß ich, wie das heißt. Novi Sobor, so. Und dann bin ich komplett falsch gelaufen. Wäre nicht das erste Mal. Zumindest kann ich hier meine Flasche wieder auffüllen. Und am Brunnen was trinken, wenn ich einen finde. Man merkt sofort, wenn es einbricht. Ich meine, wenn ich jetzt da unten gucke, sind die Frames gut. Wenn ich nach oben gucke, dann wabert das alles. Und je näher man den Häusern kommt, desto weniger Frames hat man. Das ist mittlerweile in jedem Ort so. Ich habe das auch schon reduziert von der Grafik her. Und trotzdem war es immer dasselbe. Das ist tatsächlich immer noch das gleiche Problem, wie Daisy die ganze Zeit schon hatte. Und irgendwie habe ich das Gefühl, je mehr Städte die auch eingeführt haben, desto ekliger wurde das. Gerade den Norden haben die ja sehr weit erweitert. Da gibt es jetzt auch diese größeren Schulgebäude, in denen aber mittlerweile auch nur Mist spawnt. Na, guck mal ein bisschen runter hier, damit die Frames besser werden.
Man zwar nicht, wenn sich einer anschleicht hier. Ist nichts. Nichts, was man hier brauchen kann. Eine Polizeiwache. Na, die nehmen wir uns gleich vor. Muss auch irgendwo ein Ortseingangsschild sein. Da ist doch eins. Ja, das hatte ich mir gedacht. Also komplett falsch gelaufen. Na gut, dann nehmen wir erstmal diesen Ort hier mit. Plündern mal, was wir plündern können. Hier ist auch noch was. Crap. Crap. Da ist bestimmt auch nichts, ne? Eine Pfanne. Was ist das da? Samen. Schon Zucchini. Zucchini schmeckt auch nach nichts. Schönes, eine Trinkflasche, die ist vermutlich geschädigt, ja. Wäre ja auch nicht anders zu erwarten gewesen. Da drüben ist auch nochmal eine, aber die sieht auch sehr beschädigt aus schon. Ja, gucken wir mal hier rein. Ist nix. Gar nichts. Das wird sich hier so durchziehen mit den Hosen und alles. Ja. Jetzt stoppt's richtig. Jawohl. Schönet. Ich lasse den auf. Hosen, Magazin. Hosen. Nix. Ganz oben werde ich vermutlich ein Magazin oder so eine Hose oder irgendwas finden. So was. Hose gut, hast nicht gesehen. Na gut. Kann ich denn von hier oben den Brunnen suchen? Schon gefunden, alles klar. Na, Pistole. Dann gehen wir mal kurz zum Brunnen. Füllen alles wieder auf. Und trinken dann dementsprechend auch gleich mal ein bisschen was. Hier kann man immer so ein bisschen hin. Ne. Ja, dann sind wir schon hydrated. Nochmal. Ja, und voll. So, cancel. Das ging auch eine ganze Zeit nicht. Jetzt geht's wieder. Ja, Kantine voll machen. Empty. Nutzen. Voll machen. Wieder auf dem Laufenden. Und da immer laden. Gut, ich würde sagen, wir loggen uns hier hinten mal aus. Gucken mal, ob hier noch was ist. Klamotten, Schuhe, was hier noch schönes. Andere Helm. C3, nix. Gucke ich noch mal kurz. Kirche, ich glaube, da kann man nicht rein. Den nehmen wir noch kurz mit und dann loggen wir uns da aus. Aber hier in der Stadt, dann machen wir nächstes Mal weiter, indem wir versuchen, dann gen Süden zu gehen. Das brauche ich jetzt auch nicht mehr nach Osten, dann gehe ich nach gen Süden. Was ist da unten? Hier weg. Mistgabel, Rotosen, Lampe, Rad. Ja, lassen wir uns mal hier nieder. Und dann sage ich bis demnächst. Tschüss.